Willkommen zurück. Wir sind wieder in unserer Modewelt und machen auch gleich wieder auf. Wir wundern uns nur gerade, wir gucken gleich mal, dass keine Musik mehr spielt. Beendet der die automatisch oder? Nö, die Lüft. Okay. Wir sind bei Track 2. Track 2 ist wohl sehr leise. Ja. Oh Gott, nein, nein, steh hin. Ich habe was Wichtiges vergessen. Oh Gott. Wirklich jedes Mal die Miete und Rechnung. Okay, wurde jetzt auch ein bisschen teurer. Und bevor wir uns die nächste Lizenz holen, klappen wir wieder zu hier, sparen wir ein bisschen Geld. Was wir aber allerdings mal einmal machen können, einfach nur hier, wir schnappen uns jetzt die Puppe hier, damit der Stand da nicht so leer ist. Ich vermute mal, das ist einfach nur Deko oder so. Ich weiß es nicht, der Laden ist auf jeden Fall voll. Das ist gut, nehmen wir mit. Bin sofort bei Ihnen. Wir ziehen sie auch gleich an und stellen hier die Puppe rauf. So, einen Moment. Bin schon da. Bitte. Danke. Da kommt die nächste. Natürlich müssen die Klamotten im Blick behalten. Ah, gut. Erstmal der her. Bitte. Dankeschön. So, das ist eine weibliche Puppe. Nimm einmal das Top. Und was nehmen wir dazu? Das Röckchen? Hatten wir, glaube ich, noch auf keiner Puppe, oder? Siehst du mal, sieht sogar einigermaßen sportlich aus. Passt doch. Macht zumindest ein bisschen was her, wenn man hier reinkommt. Ja, die rennt da erstmal gegen. Vielleicht fördert das ja den Verkauf. Die sehen das, was ist das? Sag mal, Leute. Das kann man wieder zurückhängen. Tut das Note? Es gibt nicht genügend Umkleidekabinen. Was? Wir haben doch schon zwei Stück. Ist das dein Ernst? Alter! Sag mal, geht's euch gut? Seid ihr nicht ganz dicht? Mei, oh mei! Der gehört Doran, das ist ein Höschen. Das hier hin. Das gehört Dorhin. Das ist nochmal so einer. Mei, oh mei, du. Danke, danke. Und danke. Hängt hier was? Jo. Auch gleich zurück. Sag mal, haben die alle eine Marmel hier oder was? Das ist ein Umkleide hängen lassen, hier sehe ich ja noch ein. Das ist ja auch in der Realität so. Aber einfach auf den Boden schmeißen? Idee. Gib hier Hausverbot, wenn ihr so wollt, macht. Oh Gott, haben wir die noch? Ja, aber auch nicht mehr viele. Wir müssen allgemein nachbestellen. Okay, einen Moment. Junge, 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 ich hatte gehofft, dass das zumindest reicht. Aber es sieht nicht so aus. So, die... Oh Gott, die können wir auch gleich alle hängen. So, die können wir auch alle hängen. Wir haben nichts mehr auf Vorrat. Gar nichts. Jo, bin schon da. Ein Teil. Danke. Jetzt geht's ja aber los. Okay, das muss reichen. Eine Stunde ist Feierabend. Ich bestelle jetzt nichts mehr. Ich glaube wirklich, die Klamotten, also die Puppen. Oh, die gucken sich die richtig an. Fördern den Verkauf, habe ich so den Eindruck. Oder warten die da auf irgendwas? Auf jeden Fall gucken sie die richtig an. Hier hängt nichts, okay. Danke. Danke. Ah, mehr Kunden kommen jetzt eh nicht. Die kaufen richtig gut ein, wir sind über 5000. Jetzt müssen wir aber gleich erstmal Großbestellung machen. Dankeschön. Wollen wir noch Kunden hier? Nee, ne? Meh. Aber gut, das machen wir am nächsten Tag. Alles kein Problem. So, aber keiner hat gemeckert. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir hatten noch ziemlich viele Kunden diesmal. Jo. Versorgen, Kosten, so gehen, ja. Mietenrechnung. Alles gut. Wir haben schon Gewinn gemacht.
So, wir können auch gleich hier rüber bestellen. Brauchen wir nicht alles nachgucken. Großhändler, fangen wir mal oben an. Da haben wir auch nur noch 6. Ab in den Warenkorb. Da haben wir nur noch 2. 8. Geht noch. Hier, den müssen wir aber auf jeden Fall. Den müssen wir auch auf jeden Fall. Den genauso. So, und die müssen wir auch. Alles klar. Dann bestellt das erstmal. Da kommen wir schon. Das ist ein lieber Service, ne? Sofort da. So, ich stelle die Monem. Zack. Das sind die guten Pullis. So, dann kannst du auch erstmal daneben stellen. Bip. So, kannst auch gleich ranhängen. Sehr schön. So, die sind auch ständig leer, ne? So, hängen komplett dran. Das sind die guten Höschen. Oh, Moment. Sehr schön. Und das ist die Saunakleidchen. Ja gut, ja, Röckchen hatte ich ja nicht bestellt. Stimmt ja. So. Also wir haben jetzt definitiv genug Geld über. Müssen wir mal gucken. Erstmal bezahlen wir unsere Rechnung. Miete ist 60. Wir sind aber auf Stufe 6, müsste ich mal kurz gucken. Wir konnten doch möbelmäßig jetzt. Wir können das Lager jetzt. Ich glaube, das geht jetzt erstmal vor. Warte mal, Vorrat. Mitarbeiter, Fährleiter hier, ne? Lager, genau. Jetzt will ich mal kurz was gucken, bevor ich was bestelle. Ist das hier, ne? Ja. Ist das schon unser Regal? Was ist da drin? Null. Ist leer. Okay. Es ist auf jeden Fall leer, aber auf jeden Fall stehen die Krummen schief. Müsste man echt mal... Wir stellen ja mal gerade hin, das kann sein, dass wir da gleich die Klamotten, die wir über haben, reinschmeißen müssen. Was mich aber auch interessieren würde, ist halt, ob er uns beim Bestellen die Sachen im Lager mit anzeigt. Einfach mal zum Test. Wir nehmen jetzt mal das Designerkleidchen und packen das mal in eins der Kartons, wenn das geht. Geht das? Ja. So, jetzt muss man kurz was gucken. Wir haben hier hängen 2, 4, 6, 8, 10 hängen hier. Zeigt er uns 15 an? 16 sogar, oder habe ich mich verzählt? Aber das ist gut. Die im Lager, die Sachen werden also mit angezeigt. Das ist gut. Da haben wir das nicht mehr im Laden liegen. Das ist sehr schön. Und das sollen ja später, ist er noch nicht im Spiel, aber wie wir gelesen haben, sollen halt auch noch Mitarbeiter fürs Lagermanagement und so kommen. Das ist dann natürlich nice. So, aber dann brauchen wir mehr Boxen. Ein Moment. Wir haben insgesamt 3 haben wir ja schon drin. 4. Da sind 3, 7. Das heißt, wir brauchen noch 4 Boxen. Moment. Das sehe ich jetzt erst. Okay, hier gibt es einen Durchgang. Der war doch vorher nicht da. Hier war doch... Der war vorher nicht da. Hier kommt man vorher durch. Okay. Ja, warte mal. Dann stellen wir es aber ordentlich hin. So, schön an die Tür ran. Dass das Lager nicht so auffällt. Den auch einmal ordentlich. So. Nein. Ah, gut, aber geht erstmal. Ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall... Nein, 4 Boxen. Können wir die bestellen? Ja, Storage Box. Okay, die kosten nur 2. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Bestellen wir. Dankeschön. Haben wir das nicht mal alles im Laden rumliegen? Wenn es gerade ein bisschen schief liegt, dann müssen wir noch mal ordentlich machen.
Erstmal geht das. So, wir von der Straße runter. Wäre schön, wenn hier noch ein bisschen Verkehr wäre, ne? Was kommt bestimmt noch. Aber ich glaube, wir können hier später auch zwei hinlegen. Aber dadurch, dass hier anscheinend nichts einen festen Platz hat, können wir sogar selber bestimmen, wie viel wir reinpacken. Ich glaube, die würden sogar übereinander gehen, ne? Nein. Okay. So. Dann nimm mit. Die auch. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir alles einmal ins Lager kriegen. Wir haben auf jeden Fall Höschen, Kleid, Damentop und den Pulli im Lager. Das heißt, das Hemd fehlt noch. Das Höschen haben wir, Pulli haben wir auch. Das da fehlt noch. Und die Röckchen, ne? Dann müssen wir das mal hier einmal bestellen. Also das fehlt auch immer. Das sehen wir hier ja auch, wie viel wir da im Lager haben, ne? Obwohl, die haben wir doch drin im Lager, ne? Warte mal, bevor ich es bestelle. Naja, 202 haben wir drin. Es fehlt auf jeden Fall das Männershirt und die Röckchen. So, fehlt auf jeden Fall hier das. Und die Röckchen fehlen auch. Und ich glaube, den Rest haben wir auch alles drin. Ah, dann wird es nichts mehr in der nächsten Lizenz, aber das muss ja auch sein. Die Idee, ja, das sehen wir gleich. Wir haben insgesamt ja 7 Sachen. Ja, hier unten stehen schon 5, dann passt das auch. Im Moment haben wir nur halt das Problem, dass wir alles selbst aus dem Lager holen müssen. Aber wir haben zumindest nicht alles hier rumstehen. Wie kriege ich die Sachen da eigentlich raus? Ah, bleibt sogar auf dem Karton drauf. Das ist gut, mit Rechtsklick. Alles klärchen. Gut, wir werden jetzt noch nicht die Lizenz kaufen. Das Geld wahrscheinlich nicht mehr haben. Aber ich will einmal was googeln. Und zwar, hier ist es nett. Wo waren die Lizenzen jetzt? Hier, ne? Da. Könnten die kaufen? Das wären 3 Sachen. Alles klärchen. Da kaufen wir erstmal 3 Regale für, würde ich sagen. Kriegen wir eigentlich alles hier rauf? Wahrscheinlich ja, ne? 1, 2, 3. So. So, Marken. Okay, das wird 2-mal Frau, 1-mal Mann. Alles klar. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Nimm erstmal mit. Öffne mal. Zack. So, dann schauen wir mal hier hin. Ja, noch ist hier nichts sortiert. Das kommt noch. Und einmal Mann war. Alles klichen. Stellen wir den hier mit hin. So. Ah, ich glaube, das kriegen wir geldtechnisch noch hin, oder? Ja, ich glaube ja. Den Geruchshändler, Morgan, den kauft die mal. 500. Zack. So, und das sind die 3, ne? Mannhemd. Wir bestellen das mal 2-mal. 1, 2. Können wir jetzt mich gleich ins Lager packen. Frau Husen. 1, 2. Und hier Frau Schweißhemd. Sieht aus wie so asiatisch, ne? Aber auch 1, 2. Ja, das haut geldtechnisch hin. Das ist gut. Sehr schön. Und die Boxen sind ja nicht teuer. Die holen wir uns gleich auch fürs Lager. Entschuldigung. So, das ist auf jeden Fall Mannhemd. Was hängen wir denn hier mit hin? Sehr schön. Lager machen wir gleich. Dann haben wir hier Frau Huse. Sehr schön. Und Frau Schweißhemd. Wunderbar. Das ist ein asiatischer Pulli, aber gut. Dann brauchen wir noch 3 Lagerboxen. Das kriegen wir auch hin. Die sind ja zum Glück nicht teuer. Wo sind die denn jetzt? Da.
1, 2 und 3. Schön, dann werden wir uns nach und nach unseren Laden hier einrichten. So, stell hin. Ordentlich bitte. So. So. Wir werden es wahrscheinlich selber aus dem Lager holen müssen, aber das ist nicht schlimm. Da kommen ja später noch Mitarbeiter dafür. Die Frage ist jetzt halt nur, wie lange brauchen die für Updates? Ich muss sagen, performancemäßig läuft das Spiel echt gut. Aktuell zumindest. Wir wissen ja nicht, wie es aussieht, wenn es mehr größer wird. Aber im Moment läuft es sehr gut. So, es ist einmal das Schweißhemd. Schön. Und ich glaube, Angestellte waren ab 15. Das wird zumindest jemanden an die Kasse kriegen später. Dass wir uns um Nachfüllen und sowas kümmern können. Ah, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe nur, klaut uns keiner was aus dem Lager. Aber das werden wir sehen. Gut, wir haben jetzt eine Menge Geld ausgegeben. Ganz ehrlich sagen. Aber er zeigt das ja zum Glück alles an dem Lager. Ja, hier, guck, 20 und so. Das passt schon. Haben wir unsere Rechnung bezahlt? Ja. Schön. Ja. Kassierer gibt es aktuell noch. Mehr kommt. Geht ab Stufe 15. Ja. Gut, Statistik, Kumpel, Zahlung haben wir. Und Laden und so können wir erst ab 8 vergrößern. Das ist ein schlimmer Lagerbereich. Erst ab 9. Schild haben wir erst, brauchen wir jetzt nicht. Und das geht auch erst ab 15. Ja, den öffnen wir, würde ich sagen. Und Deko machen wir natürlich auch noch ein bisschen was. Mal gucken, ich werde hier wahrscheinlich komplett weibliche, so 3 bis 4 Stück hinstellen. Die Kasse kommt später noch woanders hin. Hier machen wir dann wahrscheinlich männliche. Der Laden wird ja noch größer. Das gefällt mir so nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir die immer hier hinstellen müssen, um das zu begutachten. Aber gut, wen wir sehen. Hier hängt nichts vor da drin. Ehrlich gesagt habe ich mich in einem Klamottenladen noch nie wirklich genau umgeschaut, wie das Ganze eingerichtet ist. Ah, da kriegen wir schon was Schönes hin. So ist es nicht. Der geht in die Umkleide. Ich weiß noch nicht, ob wir das irgendwo rausstellen können später oder so. Die Hocker sind ja nicht zum Hinsetzen, zum Schuhe und so probieren. Wir haben ja noch auch keine Schuhe. Bin da der Herr? Danke. Und das sind, glaube ich, die Einkaufstüten, die wir später selber gestalten können, ne? Solange die hier nicht wieder mit Klamotten um sich schmeißen. Das hatten wir ja auch schon, das Thema. Das muss ja nicht sein. Danke. Ah, bis jetzt ist es relativ ruhig. Das kann sich ja noch ändern. Rinnen die Umkleide, aber selbstverständlich. Ich glaube, die lassen wir hier aber nicht stehen. Die brauchen wir später eh mehr. Okay, sie lässt ihn vor. Dankeschön. Ein bisschen im Blick behalten muss ich das Ganze natürlich trotzdem hier. Aber bis jetzt geht alles noch. Ja. Nur genug da am Start hier. Ah, die Röckchen nicht so. Warte mal, die können ja im Moment warten. Das sind nicht die Röckchen, das sind die Röckchen. Die. So, einer zu viel. Manex, geh wieder drin. Bin schon da. Dankeschön. Beide Umkleiden besetzt. Oh Mann. Zack. Zack. Bin sofort da. Da hängt nichts. Alles klar. Schön. Kaufen tun sie auf jeden Fall gut. Und ich glaube, an den Preisen brauchen wir gar nichts wirklich ändern. Ne? Der stellt ja den optimalen Preis immer richtig ein. Und wenn wir es teurer machen, wir haben es ja getestet, dann wird, glaube ich, gemeckert. Aber gut, das kommt vielleicht noch. So, warte mal. Nehmen wir mit hier. Schön, schön.
Ah, oh, der Rest geht noch, ne? Der, ja, ja. Röckchen ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, und die. Okay. Nehmen wir mit. Und hier die. Haben wir auch noch zwei? Aber es wird reichen bis Feierabend. Das ist schon mal gut. Bin schon da. Dankeschön. Der hat aber sehr gut eingekauft. Also da kann man sich nicht beschweren. Schön. Irgendwas? Nein. Ja, ein bisschen nachbestellen wir trotzdem. Die müssen wir auch einmal nachfüllen. Bin sofort da, Lady. Das waren die hier. Die hier. So, jetzt ist eh gleich Feierabend. Danke. Schön, schön. Darf bloß nichts ausgehen hier. Oh Gott, die Hemden. Welche waren das denn jetzt? Die da, ne? Okay, ein zu viel. Bin sofort da, der Herr. So, hau rein. Dankeschön. Na, wir wollen ja natürlich noch die letzten Kunden hier bedienen, ne? Okay, Bullis fehlt ein bisschen. Ah ja, gut. Aber mehr kommen jetzt eh nicht. Dankeschön. Lady Einhorn. So, wir sind wieder bei fast 5000. Hängt oder nix? Nein. Gut, dann checken wir mal kurz durch. Höschen und Bullis. Die Höschen sind hier. Ich glaube, die kriegen wir alle angehängt. Und Bullis. Bullis nehmen wir auch mal mit. So, ein Höschen. Oh, das Klärchen. Hemden. Haben wir noch welche drinne? Ja. Kann zwei füllen. Ah, jetzt haben wir drei. Ach, drei stimmt doch. Okay, Bullis hatten wir keine mehr. Wir checken eher immer alles nach. Mal abgesehen davon. Röckchen sind leer. Die hatten wir voll. Die haben wir. Nimm mal ein paar mit. Die hatten wir eben erst. Die sind auch leer, leer, leer. Nimm die zwei. Ist alles leer hier. So, das sind die Damenhöschen. Dankeschön. Okay, nachbestellen müssen wir so. Aber beenden wir erstmal den Tag. So, 20 Gesamtkunden, 19 zufrieden. Was will man mehr? Und trotz der hohen Ausgaben jetzt haben wir einen Gewinn gemacht. Minimal, das ist schön. So, nachbestellen müssen wir so. Guck mal, hier ist alles leer. Ist auch im Lager leer. Aber das sehen wir ja Gott sei Dank hier. So, fangen wir mal oben an. Guck mal, hier haben wir nur noch 6. Können wir eigentlich gleich zweimal bestellen? Dankeschön. Dann können wir auch gleich zweimal bestellen. Genauso wie den. Ach, da haben wir noch 10. Ja, ja. Dann können wir schon einmal bestellen. So, den können wir gleich zweimal bestellen. Gehen hier auch nur 10 rein? Den zumindest einmal. Den können wir gleich zweimal bestellen. Nein, hier geht mehr rein. Sehr schön. Ah, 17 sei noch eine ganze Menge, ne? Ja, ja. 18, 14, 14, da bestellen wir einmal nach. Schön. Ja, ja, hier geht definitiv mehr. Das ist gut. Preis, Frachtpreis. Ich muss mal kurz was gucken. Kann das sein, dass die Preise sich ändern? Kosten empfohlen? Nö. Die Preise sind wohl aktuell noch fest, wie es aussieht. Aber es kommt wohl noch, denke ich mal. Ist ja alles noch Early Access. Schön, das sind einmal die Männerhosen. So, häng eine hin, der Rest geht ins Lager. So, hau rein. So, einmal das Designerkleidchen. Der Rest geht ins Lager. Ich weiß nicht, ob wir in die Kartons mehr als 10 kriegen. Wenn wir jetzt sehen. Fall runter.
Ja. Mann, was für ein Service. Schön. So, das sind die Männer-Bullis. Wunderbar. Das waren die da. Mann, was ist denn los? Ein Moment. So, ich musste mich auch erstmal einmal aushusten. Ich werde meine Erkältung auch nicht los. Ist furchtbar. Sie können nicht mehr Produkte... Ja, ja, ist ja gut, will ich auch nicht. So, den haben wir hier voll. Der geht ins Lager. Dankeschön. Das ist aber jedes Jahr das gleiche im Frühling und Sommer. Wirklich, jedes Jahr. So, die gehen erstmal hier rum. So, hau rein. Ja, so kann man auch mal ein bisschen auf Vorrat bestellen. Das ist gut. So, die hatten wir da voll. Können wir die gleich hier mal reinpacken? Ah, dass mir ins Lager geht, ist ein Träumchen. Ups, zwei davon mitgenommen. Okay, warte mal. Die Schweißhemden gehören hier hin. Geht jetzt natürlich nicht, weil wir die Röckchen oben drauf haben. So. Die Schweißhemdchen kommen hier rein. Danke. Dim, dim. Warte mal. Da, die hauen wir erstmal rein. So, das geht ins Lager. Dahin. So, die können wir auch gleich hier anhängen. Und gleich ins Lager. Ist ein bisschen Management mit drin, das ist gut. So. Wenn wir irgendwo weniger drin sind, nimmt das gleich mit, ne? Warte mal, ich muss mal kurz die zwei Röckchen wegpacken. So, und die Männerpullis, hatten wir die voll? Ja. Die gehen dann auch gleich ins Lager. Sehr schön. So, haben wir noch ein paar Röckchen. Die sind hier auch voll. Können auch gleich ins Lager. Natürlich da rein. Schön. So, die hatten wir hier auch voll. Ich glaube, im Laden haben wir alles voll, ne? Ja. So, Lager ist jetzt noch nicht so viel. In die Mugge, Alter. Ah, das lüft schon. Ich meine, wir wollen ein bisschen Geld verdienen und dann machen wir an den Anfang erweitern. Ich glaube, ab Stufe 8 oder so konnten wir das ja. Auch ein bisschen Deko aufbauen und so. Gehört ja auch dazu. Oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Die können wir auch noch nicht nutzen, ne? Können wir? Ja. Okay, wie genau komme ich da denn jetzt rauf? Farbladen, werfen, platzieren Modus. Also... Nee. Drehen, Ort, tragen. Okay, Farbe auswählen. Wann Farbe wählen? Ja, wollte ich, ja. Farbladen. Uiuiuiui. Für die Männer auf jeden Fall sowas. Und das Boden, ne? Und gucken wir mal. Okay, das ist... Jo. Ah, gut, ich will jetzt nicht den ganzen Laden in der gleichen Farbe. Ehrlich gesagt, weiß ich ja noch nicht genau, wie ich das mache, weil hier ja noch umgebaut wird. Aber wir machen erstmal. Jo. Sieht auf jeden Fall besser aus für die Männerabteilung. Und Boden? Wie mache ich denn den Boden? Farbe, Farbplan, werfen.
Ah, einfach auf den Boden halten. Okay. Vielleicht erstmal nur die Männerabteilung. Ja, das werden wir wahrscheinlich noch tausendmal umbauen. Weil ich ja noch gar nicht weiß, wie ich genau was stelle. Vor allem soll das hier nicht stehen bleiben, alleine wegen den Schaufensterpuppen. Ah, vielleicht doch, vielleicht später aber auch andere Regale. Ich glaube, wir machen erstmal den kompletten Laden so, wa? Auch wenn das definitiv nicht so bleiben wird, das kann ich jetzt schon sagen. Dieb, dieb, dieb. Auf keinen Fall. Bin hiermit noch gänzlich unzufrieden. Mal abgesehen sehe ich gerade, das kostet Geld. Gott, mein Geld rabbelt gerade so runter. Nein! Okay. Wir lassen es erstmal so, aber wir werden alles ja noch ordentlich mit verschiedenen Belegen nach verschiedenen Abteilungen und Gängen und so. Leg die Rolle weg, sonst sind wir gleich pleite. Das war hier da. Okay. Das war so nicht geplant. Aber gut, kriegen wir schon alles hin. Zumindest haben wir unser Lager voll, Klamotten voll. Dann geht's hier nächste Folge natürlich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.